Moin, moin, liebe Pilzfreunde und willkommen unter alten Eschen zu einem neuen Video vom Fungifighter. Ihr seht, ich bin in einem Eschenwäldchen unterwegs. Ja, dieses Waldstück hat eigentlich immer mal zu meinen Top-Meuchelplätzen gezählt. Aber ja, diese Seite ist noch vielversprechend. Aber hier hat sich einiges getan. Das waren auch alles mal Eschen. Die sind jetzt nicht mehr da. Ich war letztes Jahr nicht an dem Platz, habe mir gedacht, dieses Jahr schaust du hier mal wieder vorbei. Und ja, ich bin wirklich enttäuscht. Die letzten paar Standorte, die es hier noch gibt, schaue ich mir an. Mal gucken, ob ich was finde. Ich habe jetzt hier vorne Mörblinge entdeckt. Ich denke, hier vorne kann man einen ganz gut erkennen. Und auch hier im Schaboxkraut verstecken sich noch ein paar. Ja, also bis auf Judasohren und die Mörblinge habe ich jetzt noch nicht viel gefunden. Falls es doch noch dazu kommt, dass ich hier Meucheln finde, hauptsächlich waren hier Käppchenmeucheln, aber auch Speisemeucheln. Falls ich hier in dem ja, letzten kleinen Waldstück, der noch über ist, was finde, zeige ich es euch. Ansonsten fahren wir gleich weiter zu einer anderen Stelle. Ja, nochmal kurz zu dieser Abholzung. Klar, es gibt das Eschentriebsterben. Aber was hier an dieser Stelle hauptsächlich passiert ist, sind, dass viele junge Eschen auch rausgenommen wurden. Ja, die ganz alten stehen hier noch, wo man auch erkennen kann, dass sie krank sind. Auch hier und da. Also ich schätze mal, dass sie die Dicken dann später auch entnehmen werden. Hier sieht man auch eine kranke Stelle bei der Esche. Ja, also ich glaube, diese Stelle kann ich mir erstmal für die nächsten Jahre abhaken. Da wird es nicht mehr viel zu finden geben. Ich schaue jetzt hier einmal noch mal durchs Unterholz. Wie gesagt, das ist eine eigentlich immer sehr gute Stelle gewesen. Mal gucken, ob ich noch was finde. Angekommen an der neuen Stelle und was soll ich sagen? Wunderschöne Meucheln haben sich entwickelt. Ihr habt es ja in meinem kurzen Video schon gesehen, aber jetzt haben sie eine wunderbare Größe erreicht. Die kommen auf jeden Fall mit. Ich habe jetzt hier 5, 6 Fruchtkörper entdeckt. Ich schaue mich gleich nochmal am Fuße dieser Esche weiter um. Eventuell kommen noch welche dazu. Es ist eine etwas ungewöhnliche Stelle, da man auch Nährstoffeintrag sieht durch die Brennnesseln. Aber genauso einen moosigen Boden in der Nähe von großen Eschen, das lieben die Meucheln. Und hier sind sie zu finden, die graubraune Speisemeuchel. Hier haben wir jetzt noch ein ganz kleines Exemplar, wurde schon ein bisschen von der Schnecke angekaut, darf aber weiter wachsen. Hier vorne ist wieder eine, die auf jeden Fall mitkommen wird. Bei der hier bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, die darf auch noch weiter wachsen. Dann haben wir hier vorne eine, die werden wir mitnehmen. Genauso wie dieses wunderschöne Exemplar. Immer ein bisschen Angst, dass ich hier was zertrampel, weil manche sind wirklich noch ganz, ganz klein. Wo haben wir denn noch eine? Ja, einen Moment, großer Schritt. Und hier ist auch noch eine wunderbare, die mit darf. Mal gucken, vielleicht finde ich noch mehr. Hier auch wieder ein richtiges Baby. Es scheint jetzt wirklich der Startschuss erst gewesen zu sein. Ich denke mal, jetzt in den nächsten 2, 3 Wochen kommen wirklich noch viele nach. Da vorne und dahinter sehe ich gerade, versteckt sich direkt auch noch einer. Ja, ich denke, es geht jetzt erst richtig los. Und ich würde sagen, ich entnehme gleich mal einen Fruchtkörper und dann schauen wir uns mal die Details ganz genau an. Ja, ich denke, die Unterschiede zum Beispiel zur böhmischen Werpel, die ich schon mal gezeigt habe, sind eindeutig. Man sieht hier ganz klar, die komplette Morchel ist von innen hohl an einem Stück. Der Hut ist komplett verwachsen mit dem Stiel. Und ja, diese wabenartige Struktur ist auch ein ganz typisches Merkmal. Viele Morcheln haben dann auch so einen dicken Fuß, was auch relativ häufig vorkommt. Es gibt auch noch eine Varietät, die wird extra die dickfüßige genannt. Die hat dann wirklich einen riesen fetten Fuß. Aber ich denke, hier kann man ganz klar eine Abgrenzung zur böhmischen Werpel treffen. Bei der Spitzmeuchel wird es dann schon wieder schwieriger, aber die Spitzmeuchel hat mehr so Längsrippen. Die
Speisemorche, wirklich so eine Wabenstruktur, relativ gleichmäßig, und die Spitzmorche, dann Längsrippen, und die Käppchenmorche ist ein Drittel frei am Hut und der Rest ist verwachsen. Wunderschönes Bild. Es ist jetzt leider nicht die Masse geworden. Ich lasse die Stelle jetzt ein, zwei Wochen ruhen und ich denke, dann schaffen wir es auch, den Beutel voll zu kriegen. Also es geht jetzt wirklich los. Die Morcheln wachsen langsam und gemächlich vor sich hin. Freut euch auf die nächste Folge und dann gehen wir auch an die Morchelbecherlingsstelle. Macht's gut. Tschüss vom Fungifighter.